Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt, war gestern das Black Ops Cold War Reveal Event. Das bedeutet einfach, ja, das neue COD wurde so ein bisschen vorgestellt und ich wollte das Ganze auch in-game mitmachen, bis mir dann aufgefallen ist, dass man das Game vielleicht mal hätte updaten sollen in den letzten 2 Monaten. Weil wenn man das nämlich nicht gemacht hat und eine halbe Stunde früher merkt, dann schafft man es nicht mehr. Na gut, egal, dafür gibt es dann die werten Kollegen und wir reacten heute auf jeden Fall auf einen von denen, und zwar auf den, ihr wisst Leute, den ich am meisten für seinen COD-Informations-Content schon immer gefeiert habe, und das ist der Jakob aka Fanto. Wir holen uns alle Infos raus, dann gibt es eine kleine Meinung dazu und der Trailer wird auch noch angeschaut. Apropos cool, Leute, ich werde natürlich auch das nächste COD mit meinem Scuff-Controller spielen, mit meinem Face-Scuff in dem Fall, Freunde. Ich muss nicht dazu sagen, Scuff-Controller ist für mich die Wahl. Ich spiele seit 7 Jahren damit, ich werde damit auch weiter spielen und ich würde jedem empfehlen, der Gaming auf ein neues Level bringen will, mit dem Scuff zu zocken. Ich habe hier die 2-Pedal-Variante am Scuff Impact, das geht aber bis zu 4. Das kann sich jeder so einstellen, wie er Bock drauf hat. Richtig schöner Controller und damit wird auf jeden Fall auch die Beta gezockt, die es auch geben soll anscheinend. Ja, also wir gucken mal rein, wir gucken mal rein. Ach ja, mit Code Scorpion könnt ihr noch 5% sparen. Leute, ihr müsst nicht lange warten, wir cutten direkt in die Action. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und ein Abo da. Okay, das machen wir erstmal, eine Bewertung ist da. Let's go. Abo ist schon längst da. Also das Ding ist, es ging ja erstmal um diese Aufgabe zu machen. Ich habe es gestern schon ein bisschen in Livestreams verfolgt. Und wir gucken jetzt mal, wie er das gemacht hat. Und dann müsste direkt der Trailer losgehen. Ich bin mal gespannt, was Jakobs Meinung dazu ist. 15, 1. Wie er sich freut. Oh mein Gott. Es geht los. Okay, komm. Das kennen wir schon. You are in a state of war. And you have precious little time to save yourself. Was? Genau, das wird zum Stadion laufen, ne? Genau. Zum Stadion? Ja. Du wirst. Ich werde dich überleben. Oh mein Gott, wir müssen jetzt alle hinrennen. Wir rennen hier alle. Ich hab so Gänsehaut. Ich find's so geil, warum hypen? Wie COD es jedes Mal schafft, dass man bei so einem Ding hier, wie Jakob jetzt sagt, Gänsehaut bekommt. Oder dass man jedes Mal, wenn dieser Trailer rauskommt, das ist jetzt mein, ich glaube, 8. COD zum Release sozusagen. Also davor habe ich dann halt immer später gekauft oder so. Und jedes Mal schaffen die das, dass man sich wieder drauf freut, dass man wieder Bock hat, dass man bei solchen Events mitmacht. Es ist einfach crazy. Nicht so, was ist das so krass? Guck mal, wie süß er sich freut. Ach. Ist das gut gemacht? Ist wirklich geil. Dass sie das in-game gemacht haben, ist wirklich geil. Und mit der Schrift und so, das ist wirklich Baba-mäßig, muss man ehrlich sagen. Das hypt mich gerade so rein. Und jetzt rennen wir alle zum Stadion, alle zusammen. Wie alle dahin rennen, Alter. Oh mein Gott! Sekunden. Die Zone kommt auch. Ich sehe nichts mehr. Renn ich noch? Ich glaube, der Trailer kommt. Jetzt kommt der Trailer, ja. Oh mein Gott! Man kann keinen Trailer von COD gucken, ohne oh mein Gott zu sagen. Ich sag's euch. Dieser Krieg war eine Lüge. Jahre des Blutvergießens. Nur die Konter eines Geheimnisses. Oh, sieht schon geil aus einfach. Ja, die Sounds und so, das ist halt immer so geil, Alter. Mal Real Talk. Ich liebe das Setting einfach. Ich liebe einfach das Setting. Ja, das Setting ist geil. Der Kalte Krieg ist einfach ein krasses Chapter in der Geschichte. Und ich habe das hier im Video gestern, by the way, wer noch was mit Gameplay sehen will, kann gestern vorbeischauen. Du hast einfach mit diesem Setting quasi alles richtig gemacht, weil du hast schon ein paar Dinge, die es in der Moderne gibt.
Aber du hast auch ein paar Sachen, die halt nicht kommen können, weil die zu, ja, zukunftsmäßig wären. Und deswegen finde ich es richtig gut. Ich glaube, dass für so ein Boots-on-the-Ground-COD könnte das ein ideales Setting sein, zumal Black Ops 1 ja schon bewiesen hat, dass es funktioniert. Wir haben Informationen erhalten, dass der sowjetische Agent Perseus im Spiel ist. Wenn er aktiv ist, die Grafik ist halt so insane. Let's go, etwas, Alter. Das dem Kalten Krieg auf den Kopf stellen wird. Dann suchen wir den Scheiß. Das war auch eine geile Szene gerade. Mit der Mucke auch immer. Fanta ist so glücklich. Ich guck nur auf Fanta eigentlich. Ich mein's ernst. Und der Musik, das ist immer so nice, ey. Mr. President, ist die Gefahr real? What the f*** war das? Geben Sie Mr. Adler, was immer er will. Was war das für eine Tür? Das war nicht Teil des Plans! Ist da gerade eine Tür einfach runter? Ich weiß, Sie enttäuschen uns nicht. Let's go! 13. November kommt's raus. Open Beta kommt raus, sehr gut. Also das heißt, Open Beta ist eigentlich immer für jeden. Ich verstehe zwar nicht, warum Open Beta Early ist. Okay, doch, wahrscheinlich, wenn man vorbestellt, dann kann man in die Open Beta, die trotzdem für jeden offen sein wird, trotzdem etwas früher rein. Verstehe. Jetzt bin ich gespannt, wann die Open Beta startet. Das kriegt man, wenn man vorkauft. Genau, jetzt kommt, glaube ich, noch ein bisschen Multiplayer. Multiplayer! Multiplayer! 2 Sekunden aber leider nur. Chopper-Gunner. Autos. Unlucky. Also, September 9. Oh mein Gott! Also Autos und so müssen jetzt nicht unbedingt sein, finde ich. Aber das könnte ja auch so ein bodenkriegmäßiger Modus sein. Das kann ja auch immer sein. Und dann ist die Runde einfach Let's vorbei. Let's go! Das haben die schon geil gemacht. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Und jetzt muss ich mich erstmal sammeln, Leute. Das war jetzt schon wieder fast zu viel auf einmal. Alter, was war das denn bitte gerade? Wir gucken uns jetzt den Trailer nochmal mit halber Geschwindigkeit an, ja. 50%, und das geht trotzdem noch viel zu schnell. Das ist schon mal eine ziemlich geile Szene. Das ist ein bisschen was von Crysis-Grafik. Sieht halt schon gut aus, so die Landschaft und alles. Leider ist jetzt die Qualität vom Trailer nicht ganz so geil gewesen. Ich hoffe, da kommt doch irgendwie eine 4K-Version raus oder so in der nächsten Zeit. Aber Alter, das sah richtig gut aus. Und wir wissen ja, dass das die MW-Engine ist. Ich bild mir aber ein, dass es ein bisschen schicker aussieht und vor allem. Ah, die MW-Engine, okay. Ah, ich habe das Gefühl, es ist nicht so. Ja, die MW-Engine hat mir jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Ja, überzeichnet mit irgendwelchen komischen Effekten. Ja, das sind halt einfach schon geile Bilder. Was ich auch finde, ist, dass die Kampagne. Also das jetzt nicht, aber das, was man gesehen hat irgendwie mit dem Typen, den man anscheinend spielt, das wirkt alles so ein bisschen, als wäre das ja fast schon so ein Agentending. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich spule mal ein bisschen nach vorne, das müssen wir hier alles nicht sehen. Aber die ganzen Szenen, wo der dann irgendwo eingedrungen ist und so weiter, es hat schon fast ja irgendwie so nach einem Agentenfilm ausgesehen, so mit dem Typen. Das waren so eher kleine Missionen, hatte ich das Gefühl. Aber will ich mich überhaupt nicht beschweren, finde ich trotzdem gut. Spulen wir mal ein bisschen durch. Das sind schon einfach geile Grafiken und Bilder. Guckt euch das mal an. Am warte, was war denn das hier? War das hier, das ist ja hier eine Ah, das ist in Deutschland, das ist die deutsche Mauer. Ja, hier DDR-Flagge, ich sehe es gerade. Ich habe mich eben schon gewundert, das sieht ja aus wie der Streifen. Ja, hier auch kunstvolle Möbel. Ah, dann ist das hier wahrscheinlich in Berlin, vermute ich mal. Und ja, das sind hier die Wachtürme, ja. Pass mal an. Am spannendsten war vielleicht trotzdem am Ende dann das Multiplayer-Gameplay, wo wir nicht viel gesehen haben. Und ich glaube, was wir gesehen haben, war auf jeden Fall von Bodenkrieg. Bodenkrieg wird nämlich auch wieder mit dabei sein. Ja, okay, er hat auch die Meinung, ja. Okay. Ja, das meine ich, diese Szenen. So, wo der da irgendwie reinkommt, das sieht doch so aus wie aus irgendeinem Agentenfilm, oder? Das könnte James Bond sein. So keine großen Armeen und so weiter. Also ich muss sagen, zum ersten Mal hat mich jetzt auch der Singleplayer-Trailer wirklich angesprochen. So dass ich wirklich auch sagen würde, ey, könnte sogar sein, dass ich den zocke. Nach vorne mit einer Waffe alleine irgendwie. Keine Ahnung, so wirkt es ein bisschen.
Ist mal wieder eine von den Kampagnen, die ich auf jeden Fall spielen will, wo ich dann am Ende wahrscheinlich eh nicht dazu komme, wie ich mich kenne. Dann haben wir hier dieses Riesending. Boah, geil. Das sieht auch einfach viel zu krank aus. Das ist bestimmt irgendeine Atombase oder so. Aber auch wieder ein wunderschönes Bild, das muss man auch sagen. Das hier ist dann auch wieder so voll James Bond-like, habe ich das Gefühl. Wobei hier ein bisschen mehr Leute rumstehen, aber so Autoverfolgungsjagden und so weiter. Ich bin mal leise. Ich bin mal leise mit diesem Ganzen. Sieht aus wie ein Agentenfilm-Ding. Das meine ich. Was ist das denn hier gewesen? Sieht echt aus wie eine Tür. Guckt euch das an. Er sprengt hier was. Alles gut. Hier sind rote Türen. Alles gut. Und dann kommt hier eine rote Tür aus dem Nichts. Hä? Was ist das? Ja, es ist auch alles so gut gemacht, ne? Und dann geht er hier rein. Und dann ist er... Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist das denn bitte? Könnte echt wieder so eine verkopfte Geschichte sein wie bei Black Ops 1. Da ist ja auch ein bisschen was passiert, was man vielleicht nicht erwartet hat. Absolute Empfehlung. Gute Kampagne. Dann haben wir eine Open Beta. Wissen wir leider noch kein Datum. Bin ich sehr gespannt. Und wenn man eben jetzt schon vorbestellt, dann ist es so, dass man früheren Zugriff bekommt. Aber nur bei einer digitalen Version. Und man bekommt Wurz und eine Waffenvariante. Und dann müsste jetzt der Multiplayer gleich kommen. Das ist der Multiplayer. Bodenkrieg. Also diese Map-Farbe feiere ich extrem. Leider ohne HUD. Wie das HUD aussieht, würde ich schon gerne wissen. Ja, ja, stimmt. Okay, man kann rutschen. Ah, da erkennt man leider nicht ganz so viel. Das ist so schnell geschnitten. Aber es scheint irgendwie so eine riesige Wüstenmap einfach zu sein. Chopper Gunner ist natürlich brutal. Hat was. Auch wenn ich sagen muss, dass ich jetzt nicht der größte Bodenkriegsspieler bin. Ich auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall was. Ja. Ah, und Multiplayer-Reveal, 9. September. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber holy... Ich muss sagen, mir hat dieser Reveal unglaublich gut gefallen. Mir was auch. Für ein geiles Event. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Also da kann ich dem Jakob auf jeden Fall nur zustimmen. Das Event haben die wirklich sehr, sehr cool umgesetzt. Und hat mir Spaß gemacht, Leute, das anzuschauen mit euch gemeinsam. Wer generell mich beim Videos schauen beobachten möchte, der kann sehr gerne auf meinen neuen Kanal vorbeikommen, auf dem ich jeden Tag ein Video hochlade, seit 8 Tagen oder so. Checkt ihn auf jeden Fall mal ab, Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt die Zukunft für uns bereithält. Haut rein, bis dahin und ciao.